Gott und herzlich willkommen, meine Damen und Herren an den Fernsehgeräten, zu einer weiteren Ausgabe von Kochen mit Friedel. Heute bei uns zu Gast im Studio der renommierte Sternekoch Häfner. Schön, dass du heute bei uns bist und mit uns kochen wirst. Servus Friedel, grüß dich liebe Zuseher, freue mich auch wieder hier sein zu dürfen. Heute werde ich eine Geschmacksexplosion der besonderen Art kredenzen. Ein Feuerwerk für Gaumen und auch für Augen und Ohren. Kurzum, es gibt eine besondere Speise, und zwar aus der Region. Ganz genau. Es gibt ein altes Thaler Gericht, ein Original Brenta. Jedoch habe ich eine Variation der besonderen Art vorbereitet. Häfner, ich muss schon sagen, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Wir müssen uns etwas gedulden, eine kurze Werbepause, wir sind gleich wieder für Sie zurück. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Adeck Markt Wörndle, der Lederler Ihres Vertrauens. Willkommen zurück! So, Häfner, mit was fangen wir denn an? Ja, zunächst brauchen wir einen großen Kochtopf, da habe ich schon etwas vorbereitet. Und wenn du willst, fange ich jetzt an. Naja, von Wollen kann hier nicht die Rede sein, aber lass uns starten. Gut. Die erste und wichtigste Zutat eines jeden Brenters ist die Kartoffel. Von unserem Kartoffelacker im Tal, 100% biologisch, 100% CO2-neutral importiert. Wir beginnen damit, diese in kleine, muckelechte Stücke zu schneiden. Ja, man spürt, die Kartoffel ist 100% biologisch. Ist da gleich zugegeben, stimmt ja. Wirklich? Wieso? Okay, genug. Nächste Zutat, sehr wichtig. Haben wir was ganz Besonderes eingekauft bei uns im Thaler Dorfladen. Ein Hafermehl. Dieses Hafermehl, mit dem muss man nicht sparen, das wird jetzt zuerst trocken hier angebraten. Und ich werde das jetzt hineinschütten, wenn du willst. Gerne. Kurz umrühren, anschwitzen lassen, damit es nicht anbrennt. Dann entfaltet sich das Aroma und der Geschmack enorm. Sehr gut. Nächste Zutat natürlich auch aus der Region. Originales Thaler Wasser mit einem sensationellen Aroma. Kombiniert mit dem Hafermehl, ausgezeichnet. Auch wieder aufgießen. Ja, und dann habe ich mich auch mal wieder gewaschen und das energieneutral. Wieder umrühren, anschwitzen lassen. So, Friedel, zum Abschwächen brauchen wir das Salz. Jawohl. Zur Verfügung stellt des Thaler Schneerollkommandos. Obacht, die Öffnung nicht zu groß machen, damit das Gericht nicht versalzen wird. Ja, das Salz schmeckt salzig, wie es sich gehört. Jetzt kurz umrühren wieder, abschmecken. Ob das nicht zu viel war. Friedel, was meinst du? Ja, ich weiß auch nicht. Meine Geschmacksknospen sind schon etwas überfordert. Aber wie du sicher schon gemerkt hast, dieses Gericht wird ein steiles Gericht. Ja, ich weiß auch schon nicht mehr, wo oben und unten ist. So, nun. Zum Abschmecken verwenden wir etwas Öl. Einfach da gießen. Ja, eine schmierige Angelegenheit. Kurz umrühren, damit sich das Öl in der Masse verteilt. So, nun kommen wir zu der wichtigsten Zutat meiner geheimen Geheimzutat. Nämlich einer Prise. Oder einem Schuss, besser gesagt, Bier. Ah, sehr schön. Nicht sparen mit dem Bier. Einfach etwas. Nein, nehmen wir einen Schuss ins Gericht, einen Schuss für mich und einen Schuss
Friedel, magst du gleich Bier? Ja, natürlich! Ja, dann noch ein Schuss für das Gericht. Aber kurz. Aufkochen lassen. Aufschwecken. Aber sensationell, Friedelset. Aufkochen lassen. Schön servieren, anrichten und dann perfekt. Ja, Helfner. Meine Damen und Herren, ich hoffe, das war's für heute. Helfner, es war mir eine außerordentliche Freude, dass du heute mit mir gekocht hast. Es war ein Genuss für mich. Für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Hinweis, dieses Gericht können Sie zu Hause nachkochen. Das Rezept dazu finden Sie auf unserer Homepage auf www.kochenmitfriedel.at. Sie können auch gerne nächste Woche wieder einschalten, wenn es wieder heißt Kochen mit Friedel. Ich bin schon gespannt, was da alles auf mich zukommt. Helfner, du hast sicher was Gutes für uns geplant. Ja, genau. Nächste Woche werden wir passend zur Jahreszeit versuchen, Funkenköglein zu frittieren. Ja, für dich. Wiedersehen, liebe Zuseher.